Hallo Leute, willkommen zurück beim Resident Evil HD Remake. Wir wollen uns heute in den Raum mit dem Schildschlüssel vorwagen, Entschuldigung. Muss einmal richtig durchhusten. Ja, Winter, man ist erkältet. Ihr kennt das sicher. So. Dann seien wir gespannt. Wir bewegen uns im alten Herrenhaus fort. Unser Überleben ist ungewiss. Die dunklen Gänge schimmern im Kerzenlicht. Okay, ja. Nee, die ganze Zeit so zu reden schaffe ich leider nicht. Es tut mir leid. Ja, ein bisschen schade finde ich, ich hätte vielleicht doch eine höhere Schwierigkeitsstufe nehmen sollen. Es ist halt doch für mich als Kenner des Remakes ist es zu einfach. Ich habe es zwar, wie gesagt, ich habe zwar jetzt diesen PC-Port noch nicht durchgespielt, aber ich habe es halt auf dem GameCube damals rauf und runter genudelt. So, naja, müssen wir jetzt mitleben. Wie gesagt, vielleicht mache ich noch einen Run für euch auf einer höheren Schwierigkeitsstufe. Sie haben den Schildschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr ablegen. Ich habe mich immer gefragt, woher wissen die Charaktere in Resident Evil, wenn sie die Schlüssel nicht mehr brauchen? Naja, egal. Ist dann halt wohl doch so eine Art Vereinfachung des Spiels, wo dann gesagt wird, ja, ne? Wisst ihr Bescheid? So, ich weiß sogar, dass hier Gewehrmunition liegt, ohne groß suchen zu müssen. Aber liegt hier woanders noch Munition rum oder sonst was? Nee. Oha. Ja. Snakes on a Mansion. So, jetzt seht ihr, wieso es wichtig war, Richard zu retten. Todesmaske mitnehmen, ja. Denn ansonsten wären wir wahrscheinlich im Schlund der Schlange gelandet. Kampfgewehr mitnehmen. Ah, okay, das ist jetzt eine verbesserte Art der Schrotflinte. Die fasst auf jeden Fall 10 Schuss. Oha, und wir sind vergiftet, sehe ich gerade. Ja, ihr seht es hier, vergiftet. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nochmal das Serum besorgen. Das beantwortet meine Frage. Oha. Du bemerkst uns nicht. Du bemerkst uns nicht. Puh. Und dran vorbeigeschlichen. Tja, da hat uns unser guter Freund Richard hat sich für uns geopfert. Nee, fand ich schon eine coole Geste, sag ich mal.
Was heißt coole Geste? Also, tja, er wollte es wahrscheinlich halt auch der Schlange heimzahlen. Er hat ja auch gesagt, Payback Time. Ja, kann ich ja auch verstehen. Ich meine, wenn mich so eine große Schlange anfällt, dann will ich halt auch ich dem Vieh auch das, ja, nicht das Fell über die Ohren ziehen, dann will ich dem Vieh das Vieh häuten. Und mir eine Handtasche daraus basteln. Wobei aus der Riesenschlange, da kann man wahrscheinlich viele Handtaschen basteln. Serum mitnehmen, bitte. Okay, jetzt sind wir nur noch auf Warnung. Das heißt, wir gehen jetzt hin. Die brauchen wir gar nicht mehr. Wir nehmen ein grünes Kraut für uns. Und dann, meine Freunde, glaube ich, lasse die Pistole erstmal, die lassen wir erstmal zu Hause. Was wir jetzt als nächstes brauchen, sind die Todesmasken. So. Genau, und jetzt sind wir wieder gesund. Ja, und dann heißt's ab in den Garten, ne? Zurück in den Garten. Da waren wir schon lange nicht mehr. Vielleicht hätte man die Pistole doch mitnehmen sollen. Ah, nee. Keine Zeit. Außerdem, wir haben genug Munition. Wir haben genug Munition, wir haben genug Verteidigungsobjekte. Das wird schon. Ihr seht, dass ich diesen Hintergang jetzt hier doch recht oft benutze, ne? Wir hatten ja darüber geredet, dass wir extra nochmal hier hingelaufen sind, um die Tür. Na, ist wieder die Steuerung. Die Steuerung möchte nicht, so wie ich. So, wir laufen vor und wir laufen weg, genau. Ich habe die Steuerung immer noch nicht umgestellt. Ich weiß, ich habe vor 3, 4 Folgen habe ich darüber geredet, die Steuerung wieder auf die klassische, ja, wie man so schön sagt, Panzersteuerung umzuwechseln. Aber irgendwie mache ich es dann doch nicht. Weil an sich finde ich den Ansatz der modernen Steuerung ganz nett. Also ich finde es halt echt gut. Es ist nur bei manchen Kameraschwenks, muss man dann ganz plötzlich umgreifen und das funktioniert halt irgendwie für mich nicht. Bei manchen Kameraschwenks muss ich auch nicht umgreifen. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Dass es da keine Konsistenz halt gibt. Hinab ins tiefe Grab. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. So, gucken wir mal. Mit einem Loch anstelle der Augen, das könnte die sein. Eine Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Das ist dann diese. Wie lecker. Das ist bestimmt alles nur Soße. Das ist gar kein Blut. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Nase. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle des Munds. Ich meine, okay, die hätten wir jetzt auch einfach auch so benutzen können. Thank you.
Und laufen, laufen, laufen. Und Gewehrmunition nehmen, nicht vergessen. Da ist ein Schalter, drücken. Ich weiß ja nicht. Hier ist etwas. Stein- und Metallobjekt mitnehmen. Die Flammen werden größer und größer. Sie werden sie jeden Moment einholen. So, ja, das lief ja auch recht problemlos. Moment, wir laden nochmal nach. Man weiß ja nie. Zum Beispiel jetzt bei den 3 Screens brauchte ich überhaupt nicht umgreifen. Hier ging jetzt alles super von der Hand. Okay. Stein- und Metallobjekt. Ich weiß nicht mehr genau, was es damit auf sich hatte. Keine besonderen Merkmale. Ein Symbol ist in das achteckige Objekt eingraviert. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wie wir, wo wir... Ich habe eine Idee, wo wir hin müssen. Doch, es gibt eine Ecke, wo wir noch gar nicht... Wow! Okay, dass die Tür da aufgeht, das... Da habe ich jetzt nicht mehr mit gerechnet. Wahrscheinlich habe ich den Zombie da drin auch normalerweise getötet. Erklärt halt einiges. Okay, die Frage. Speichern wir nochmal? Wir haben jetzt zwei etwas anspruchsvollere Gegner besiegt. Ich würde sagen, ja. Wie gesagt, spielfortschrittsmäßig, wir haben noch 5-mal Farbband. Spielfortschrittsmäßig haben wir jetzt noch nicht so viel geschafft, aber... Wir haben halt, wie gesagt, 2 Kämpfe bestritten, bei denen man auch mal sterben könnte. Und sterben habe ich eigentlich nicht eingeplant für meine Partie hier. Ist da was? Ich in weiser Voraussicht. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme das Feuerzeug mit und ich nehme mit das Windwappen. Nee, das Windwappen. Wir nehmen das Windwappen mit. Ich muss einmal kurz, ich muss die Ordnung machen. Tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist halt so ein Zwang von mir. So, und dann gucken wir doch einfach mal, wo uns der Weg hinführt. Der Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Trotzdem hindurchgehen. Das hatten wir ja schon in einer der vorherigen Folgen. Da war es halt so, da hat sie das schon mal gesagt. So, jetzt, wenn ich jetzt die Tür öffne, dann ist der Griff kaputt. Ja, das heißt... Wir können jetzt durch diese Tür nur noch durch die andere Seite. Also wenn ich könnte jetzt noch einmal hier durch, aber dann, wie gesagt, wäre die andere Seite dicht. So, müssen wir jetzt hier rein. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spencers ist in die Tür eingraviert. Das brauchen sie jetzt nicht. Okay, stehe ich noch vor der Tür, genau. Okay. Ja, ich dachte, dass wir das da vielleicht benutzen. Nee. Ah ja, genau, hier ist unser Freund. Wie regeln wir das mit dem? Umgehen wir den einfach? Ach nee, komm. Wir haben halt so viel Munition. Ja, und wie ihr seht, sein Kopf ist geplatzt. Das ist wunderbar. Das
Das heißt, hier brauchen wir auch nicht uns mit Kerosin irgendwie versorgen. Dann gehen wir jetzt in den Garten. Ja, an sich jetzt die Pistole hier, glaube ich, auch getan. Ja, andererseits, ich kenne mich. Am Ende des Spiels habe ich dann wieder noch 50 Schuss für die Schrotflinte und habe die gar nicht richtig zu schätzen gewusst und das wäre halt schade. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Ja, ach so. Ja, das waren wir. Wir haben den Sarg geschändet. So, was haben wir hier? Einmal Munition. Ja, wunderbar. Ja, wie gesagt, an Gewehrmunition wird es uns, glaube ich, erstmal nicht mangeln. Lauter Dinge für Gärten. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Ich weiß noch gar nicht, ob wir hier direkt schon rein können. Hier ist noch ein Heilspray. Ich sage es, wir haben so viel Heilzeug. Wir lassen das Heilspray. Ja, wir lassen das Heilspray da stehen. Ich weiß gar nicht, kann ich hier schon? Okay, ich kann hier durch. Nee, machen wir jetzt aber noch nicht. Denn wir haben noch was zu erledigen. Es gibt hier, es ist jetzt, das finde ich ganz cool, das haben sie für das Remake damals von 2000, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, 2005, 2006, 2004, ich habe echt keine Ahnung, wann das Remake rauskam, aber das Verteidigungsobjekt, das nehmen wir, weil das verbraucht keinen Platz im Inventar. Ich weiß nicht, wann das Remake rauskam, aber den Part, den wir hier jetzt machen, der ist komplett neu für das Remake entstanden. Den gab es vorher nicht. Also hier. Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Für jede Richtung wird ein Ziel angegeben. Nord, Tal der Zerstörung. Süd, Höhle des Hasses. Ost, Gipfel des Irrsinns. West, Weg der Rache. So. Das ein Schalter drücken. Nee. Ich weiß, wir müssen diese Windfahnen müssen wir irgendwie ausrichten. Ja, das lässt ja viel Gutes hoffen. Wir befinden uns ja genau gerade hier. Ach so, ja, genau. Schlecht gesehen. Hier ist noch eine Windfahne. Also wir müssen die zwei Windfahnen ausrichten. Ich weiß nur nicht mehr genau wie. Aber okay, es wird uns jetzt hier, glaube ich, mit dieser Inschrift erklärt. Das Tor öffnet sich, wenn die Begehren des Hundes gestillt sind. Eine Statue mit blauen Augen. Sie trägt die Inschrift "Der letzte Atemzug der Zerstörung". Okay. Also blau Zerstörung. Eine Statue mit roten Augen trägt die Inschrift "Der Kampfschrei der Rache". Also blau Zerstörung, rot Rache. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Was ist der Wegweiser am Anfang? So, blau Zerstörung, rot Rache. Haben wir gesagt. So, scheint ein Wegweiser zu sein. Nord, Tal der Zerstörung. Süd, Höhle des Hasses. West, Weg der Rache. Ost, Gipfel des Irrsinns. Also, Weg der Rache. Jetzt haben wir es natürlich nicht gemerkt. Also wir müssen auf jeden Fall Westen und Westen und Norden? Moment. Westen und Norden, genau. Tal der Zerstörung und Weg der Rache. Westen und Norden. Jetzt weiß ich halt nur, wie gesagt, gerade nicht mehr welcher. Wir gucken einfach mal, dass wir. Nein. Denke, dass es genau falsch ist.
So, hier muss man das auch gut abpassen. Ja, wunderbar. Hat geklappt. So, Freunde, und was sich hinter dem Tor verbirgt, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.